Ihr irrt euch. Ich habe ihn unter Kontrolle. Und nicht nur ihn. Alle fressen mir aus der Hand. Ich bedauere, dass Foltest nicht da ist, aber ich vertraue auf euren Einfluss auf die Ratsleute des Königs. Ich nehme an, ihr habt die Sache mit Leuwarden ebenfalls geklärt. Ja, ich habe ihm ein Angebot gemacht und er hat es angenommen. Er behauptet, seine Vorgesetzten hätten ähnliche Pläne, aber wir seien schneller gewesen. Männer können nichts als reden und dann wollen sie als die großen Macher dastehen. Apropos, was macht euer Hexer? Ich müsste ihn überzeugen können. Übertreibt es nicht. Geralt kann außergewöhnlich scharfsinnig sein. Ich weiß. Ich muss wieder zurück. Ich melde mich, wenn alles vorbei ist. Lasst den Hexer nie erraten, was ihr vor ihm verbergt. Triss? Bleibt liegen. Ich untersuche erstmal, ob ihr wieder ganz genesen seid. Und wie? Keine Bange. Es tut nicht weh. Gut. Ihr seid im Vollbesitz eurer Kräfte. Es ist dieser ungewöhnliche Hexerstoffwechsel. Triss, wie bin ich hierher gekommen? Reiner Zufall. Ich folgte einer falschen Fährte, die Kalkstein gelegt hatte. Ihr habt mich im Sumpf gefunden? Was hat sich dort wirklich abgespielt? Keine Ahnung. Der Alchemist untersucht immer noch den massiven Stein. Aber hier in Vizima gibt es größere Anomalien. Magische Anomalien? Hier in Vizima? Ja, ich würde eure Hilfe zu schätzen wissen, aber kommen wir wieder auf eure Gesundheit zurück. Ich dachte, ich sei im Vollbesitz meiner Kräfte. Körperlich ist wohl alles in Ordnung, aber euer Verstand macht mir Sorgen. Erklärt mir das. Ihr wart stundenlang weggetreten. Ich hatte keine andere Wahl, als eure Gedanken zu lesen. Ich musste herausfinden, was euch fehlt und welche Gifte ihr diesmal eingenommen habt. Ich bin sicher, ihr habt noch mehr gelesen. Das ließ ich nicht vermeiden. Eure Gedanken waren recht laut. Wie dem auch sei. Ich weiß über eure jüngsten Abenteuer Bescheid. Könnt ihr mir helfen? Eure Amnesie heilen? Das kann vermutlich niemand. Aber es besteht eine kleine Chance. Eine kleine Chance, das? Nach dem, was ich so gesehen habe, würde ich meinen, eine stabile Persönlichkeit aufzubauen wäre von Vorteil. Und das heißt... Bitte, Geralt, das ist wichtig. Einfach ein bisschen weniger Psychogelaber. Stellt euch den Problemen dieser Welt. Es kommt nicht darauf an, welche Position ihr einnehmt, nur darauf, dass ihr eine wählt. Eine starke Identität könnte euch helfen, euer Gedächtnis zu regenerieren. Könnt ihr mir nicht einfach erzählen, was ihr gesehen habt? Nein. Ich möchte nicht, dass ihr zu dem werdet, was ich in euch sehe. Ich möchte, dass ihr selbst entscheidet, wer ihr seid, ohne Blick zurück. Ich soll mich nicht für die Vergangenheit interessieren? Genau. Eure Erinnerungen werden zu gegebener Zeit zurückkehren. Das werden wir sehen. Geralt. So, liebe Freunde, Hallöchen und zurück bei Let's Play The Witcher. Ja, dieser, ich sag mal, Cut am Ende der letzten Folge, das tut mir leid, aber das hat sich wirklich so gut angepasst. Nach dieser Schlacht im Sumpf gegen Yavit musste ich einfach eine Pause machen. Weil ich wusste, dass jetzt das neue Kapitel beginnt, das habe ich irgendwie vorausgesehen. Und es war wirklich spannend genug und jetzt sind wir wieder bei Triss, die uns scheinbar rausgeholt hat, nach dem Kampf mit Yavit und dem Professor, endlich mal wieder eine alte Freundin. Und Triss ist ja, wie wir wissen, mehr als eine Freundin für uns, am Anfang des Let's Plays. In den ersten Folgen war sie ja schon da und hat uns schon, ja, sag ich mal, gut gepflegt und jetzt sind wir wieder hier. Aber scheinbar will Triss, gerade wenn es um die Vergangenheit von Geralt geht, obwohl sie, glaube ich, da auch involviert ist, sie will ihm nicht sofort helfen, er soll die Erinnerung selber wiederbekommen und selber wieder ein Mensch werden. Also er soll sich selber aussuchen, wer er ist und nicht der Geralt aus der Vergangenheit. Das ist ziemlich interessant, auf jeden Fall sind wir jetzt bei Triss daheim, Triss ist leicht bekleidet. Wir sind wieder bei The Witcher, Leute. Und jetzt fragen wir erstmal mit Triss aus, wie kommt ihr denn hierher? Wie kommt ihr denn hierher? Lange Geschichte. Als ihr Männer wie wild durch die Gegend gerannt seid. Was sich als sehr wirksam erwies. Nun, ich beschloss, mit unkonventionellen Methoden nach den Salamandra zu suchen. Mit Erfolg? Und ob. Ihr werdet es zu gegebener Zeit erfahren. Warum nicht jetzt? Um diese Informationen zu bekommen, musste ich versprechen, euch nicht einzuweihen. Geduld, Hexer. Warum hat die so viel Geheimnisse für uns? Sie hat auch
gerade am Anfang der Folge hat sie ja im Spiegel auch mit irgendjemand geredet, wo sie auch den Rat bekommen hat, dass Geralt nicht hinter ihren Plan kommen darf. Aber Triss können wir doch vertrauen, oder nicht? Es wäre schlimm, wenn gerade unsere geliebte Triss gegen uns arbeitet, wird heimlich, was ich mir nicht vorstellen kann. Aber apropos Spiegel, mit wem habt ihr durch den Spiegel gesprochen? Mit wem habt ihr durch den Spiegel gesprochen? Ihr habt mich gehört? Ach, Zaubererkram, nichts Wichtiges. Hörte sich aber ernst an. Ich musste ein paar Dinge versprechen, um etwas über die Salamandra zu erfahren. Ihr könntet... Vertraut mir, es war nichts Wichtiges. Oh Mann, ey, ich weiß nicht, die verbirgt so viel vor uns, aber ich will ihr schon vertrauen. Ich habe nur irgendwie Angst davor, weil sie uns das einfach nicht sagen will. Obwohl es so hübsch ist, naja. Ihr habt etwas von magischen Anomalien erzählt. Verschiedenste Dinge können sie auslösen, aber vor allem können sie die Ursache von wahrhaft Bösem sein. Als ich mich das letzte Mal so fühlte, habt ihr und eine gewisse Zauberin versucht, einen Djinn einzufangen und dabei eine halbe Stadt zerstört. Ihr werdet euch wohl nicht erinnern, aber vieles stand auf Messerschneide. Ich erinnere mich nicht. Ich könnte eure Hilfe gebrauchen. Ich habe einige Magiesensoren, die in Vysima verteilt werden müssen. Sie werden uns helfen, die Quelle der Anomalie zu finden. Okay, also eine bestimmte Zauberin und Geralt haben mithilfe eines Djinns eine ganze Stadt zerstört. Wieder eine interessante Geschichte aus der Vergangenheit und wieder ohne irgendwie ins Detail zu gehen. Das ist echt, also die machen das ziemlich gut, dass sie irgendwie die Vergangenheit nicht richtig aufrollen. Aber scheinbar hat Triss Angst davor, dass sowas wieder passiert. Natürlich. Gebt mir die Sensoren. Ich kümmere mich darum. Stets gern zu Diensten. Wozu hat man schließlich Freunde? Ich habe im Händlerviertel in der Nähe des Rathauses eine perfekte Wandnische gesehen. Bringt das zweite Teil im Tempelbezirk nahe beim Eingang zu den Kloaken an und das dritte auf dem Friedhof von Vysima. Wir bauen ein Radcliffsches Dreieck auf. Ihr wisst sicher, dass Dreieckspeilung in solchen Fällen am wirksamsten ist. Ja, natürlich weiß ich das. Ich bin doch ein Experte in sowas. Wir sehen uns später, Triss. Dankeschön für alles. Obwohl du Geheimnisse vor mir hast. Aber die ergründe ich sowieso noch. Wir sehen uns später. Bis bald. Ach, das hätte ich fast vergessen. Was? Leuwarden, ein Kaufmann, möchte euch sehen. Er veranstaltet Bankette im Neunarra-Court. Bankette mag ich nicht. Es werden wichtige Leute da sein. Ich weiß nicht. Einschließlich Prinzessin Adda, deren Fluch ihr aufgehoben habt. Offenbar ist sie ein klein wenig besessen von euch. Ich werde darüber nachdenken. Ich werde kommen. In Ordnung. Ihr habt mich überzeugt. Vielleicht kann ich dort ein paar Informationen sammeln. Heute Abend um 6. Hier ist der Pass, der euch im Händlerviertel legitimiert. Ein Pass? Muss ich jetzt legitimiert werden? Ich bin Geralt von Riva. Ich dachte, ich bin gottverdammter Held. Ein Pass? Tja, zusätzlich zur Quarantäne haben die Behörden in Vysima jetzt auch das Kriegsrecht verhängt. Wieso ist mir das entgangen? Es gilt nur für das Händlerviertel, das ihr nicht betreten habt. Was hat das mit Pässen zu tun? Nur die Bewohner des Viertels können sich frei bewegen. Ich habe ein Haus hier, daher konnte ich einen Pass beschaffen. Was ist mit meinem? Ich habe euch als Mitbewohner meines Hauses gemeldet. Was natürlich nicht stimmt. Warum das? Was ist mit den Pässen? Wir können noch weiter mit Triss reden. Das machen wir jetzt am besten. Das ist so eine gute Startfolge in Kapitel 3, mal mit Triss die ganzen Sachen besprechen. Was ist mit den Pässen? Tja, zusätzlich zur Quarantäne haben die Behörden in Vysima jetzt auch das Kriegsrecht verhängt. Oh. Das haben wir natürlich. Hört, wegen meiner Identität können wir es noch fragen. Hört. Wegen meiner Identität. Schon Fortschritte gemacht? Ich analysiere das alles noch. Geralt. Okay, also doch, nichts mehr Interessantes. Wir sehen uns später. So, wir sind also wieder da. Und es hat sich einiges getan. Irgendwie sind wir hier bei Triss gelandet, denn sie hat uns aus dem Sumpf geholt nach unserer letzten extremen... Auch in einem extremen Fight gegen den Professor und gegen Asayabet, die natürlich feige geflohen sind, obwohl sie 2-1 verloren haben, also wäre ich nicht stolz drauf. Triss Merigold, unsere liebe Freundin. Und was machen wir? Wir rauben sie natürlich erstmal richtig aus.
Silberkette und ein Buch, das wir lesen. Nur für dich, Triss. So, aber schick hat sie es hier. Das Haus sieht jetzt mal wirklich ganz anders aus, wie die Häuser, die wir bisher gesehen haben. Oh, da ist der Teleporter. Teleporter? Hallo? Zum Turm mit Sumpf, zum Labor von Kalkstein. Ich bleibe hier. Aha. Triss kann sich also... Deswegen ist sie so schnell zu uns gekommen. Hab dich durchschaut, Trissi. Aber gleichzeitig war der Teleporter auch noch so irgendwas, wo sie mit einer Rede konnte. Wer weiß, was da noch alles hinter sich steckt. Aber wow, also das, da wäre ich gern Mitbewohner, Triss. Das können wir errichten. Bier müssen wir wieder sammeln. Das ist immer wichtig für Getränke. Abende mit Freunden. Ausgang. Das ist immer ein Bücherregal. Ihr habt dies bereits gelesen, das andere können wir uns noch kurz reinziehen. Bücher sind ja wichtig für die ganze Informationen. Charakter Geralt. Wir können ja vielleicht auch irgendwann mal die Sache durchlesen, wenn ihr darauf Lust habt. Die da so bei den Charakteren so stehe. Kann man ja vielleicht auch mal eine Folge machen, wie gesagt, nur wenn ihr Lust habt. Das wäre dann halt nur ein Lesen und Zuhören. Verschlossene Tür. Triss, du steckst voller Geheimnisse, meine Geliebte. Dann gehen wir mal raus, schauen wir mal, wo wir gelandet sind. Händlerviertel. Das heißt, da, wo wir vorher nicht reingekommen sind, da geht's jetzt weiter. Denn jetzt haben wir einen Pass. Wow. Das Händler... Hallo? Oh. Ihr da! Bleibt sofort stehen! Ja? Euren Pass! Ihr übertreibt es mit den Pässen. Beschwert euch beim König, wenn ihr es nicht lassen könnt. Er ist zurückgekehrt? Nein, aber alle neuen Erlasse tragen sein Siegel. Ihr dürft gehen, Hexer. Lebt wohl. Also gut, der Pass von Triss hat uns schon gleich mal den Arsch gerettet. Und wir haben so viele neue Quests, wir haben einen ganz neuen Ort hier. Und wir haben einen Berberrohrbusch, den wir gleich mal pflücken können. Also, wie ihr seht, wir sind eine... Wow. Cool. Wir sind mitten im Händlerviertel. Und da haben wir natürlich wieder viel zu erleben. Viel kennenzulernen. Das ist wie bei jedem Kapitel. Wir müssen erstmal alles hier kennenlernen. Wir wissen auf jeden Fall, Triss wohnt. Und Triss hat uns einige Quests gegeben, aber um die alles nach der Reihe nach, Freunde. Wir fangen mit dem Pflücken an, wir fangen mit dem Beobachten an. Und dann machen wir wieder auch in diesem Kapitel alles Schritt für Schritt. Und ich bin mir sicher, es wird wieder sehr, sehr interessant und sehr spannend werden, wie das zweite Kapitel es ja schon war. Oh, hier geht's nicht weiter. Auf jeden Fall freue ich mich, dass wir jetzt in Kapitel 3 angekommen sind. Das zweite Kapitel hat sich jetzt schon ordentlich gezogen. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit jedem Kapitel so geht, weil wenn das so ist, dann haben wir noch eine lange Reise vor uns. Aber ich denke, für diese Folge soll es das gewesen sein. Das war so eine kleine Startfolge für Kapitel 3. Und in der nächsten Folge gucken wir uns jetzt mal den Händlerbezirk richtig an und was uns da alles erwartet. Und dann geht's auch schon wieder mit den Quests los. Und der ganze Wahnsinn beginnt von vorne. Aber es ist jetzt wenigstens wieder Neues dabei und wieder neue Sachen zu entdecken, neue Freunde zu finden. Aber ich hoffe, ihr Zuschauer bleibt die gleichen in der nächsten Folge. Ciao und schönen Tag noch.